So, da sind wir wieder. Genau. So. Auch schon Level 3. La Francais. So, wir haben bereits eine Strecke drauf. Aktiv? Meine ich doch. Schauen wir mal, Going East. So. So ruhig und dunkel hier bei mir. Oh. Da vorne ist ganz schön Action, aber hier ist echt. Na? Gut, dann wollen wir mal Lass uns loslegen. sagen. Genau das. Genau das. So, als allererstes Spiegeleinstellen muss ich fast gar nicht. Die sind so eigentlich schon in Ordnung. Okay, dann. Er ist ja auch ein Volvo, bei dem kann ja nur alles stimmen. gut, dann nehmen wir mal los hier. Ja? Genau das. Nee. So, ist Biege nach frei. links ab. Okay. Was? Ach, das scheiß Schild hier. Ich habe gerade nur auf die Leitplanke geachtet und das Schild gar nicht gesehen. Oh, ach Mann, oh nein. Oh, 1% Schaden bei der Fracht. Leco mio. Das ist ja richtig. Das ist ja geil. Ja. Wo sind die überhaupt? Na, wa? Was? Oh, Alter, das fängt ja gut an hier. Holy fucking moly. Zeit zu gehen. Bitte gehen Sie zu Start. So. Zweiter Versuch. Was? Achso. Genau. Fehlt noch was? Nö. Let's Biege go. nach links ab. Das ist frei. Das ist frei. Ah. Aber wenigstens haben wir jetzt keinen Schaden mehr. Yes. Alter. Das chillt gerade. Eieieiei. Biege nach Eieieiei. links ab. So. Gut aus. Oh! Ach, jetzt kommt er hier mit Wechselmanöver. Okay. Aber auch, hier ist er, auch jetzt wechselt wieder erst er. Weil der hintere kann auch gar nicht gewechselt haben. Der ist ja noch einspurig. Also, kann ich jetzt? Oder was? Oder wie? Weil hinter mir sehe ich gar Immer nicht. geradeaus. Ah. Sehr suspekt das Ganze. Sehr suspekt das Ganze.
Naja, ich wechsle auf jeden Fall einfach mal dann, wenn der vor mir gewechselt hat und dann sollte alles gut gehen. Schätze ich mal. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So. Oh, da vorne ist schon wieder so eine enge Kurve, ey. Eieieiei. Die platzieren die mit Absicht, ne? Darf ich eigentlich als Gefahrentransporter oder als Schwerlasttransporter die ganze Zeit hier meine rechts abbiegen. Wie heißen die eigentlich? Diese Zusatzscheinwerfer da anhaben? Tastenknöpfe? Genau, für meine Fernlichtscheinwerfer. Darf ich die anhaben als Schwerlasttransporter, damit ich ein bisschen mehr sehen kann? Weil normalerweise sollst du rechts ab. Oha. Ist ja so eine enge Kurve hier. Normalerweise sollst du die Fernlichtlampen ja nicht die ganze Zeit anhaben, weil die halt den Gegenverkehr halt blenden. Aber wäre natürlich schon geil, wenn ich hier ein bisschen mehr sehen könnte als Schwertransporter. So, das Schild ist links vorbei. So. Holy moly. Ob das was wird? Mein Hänger scheint mitzukommen. Sehr schön. Nevo hatte ich ja letzte Folge erklärt bei dem Hänger. Dadurch, dass der. Ach so! Was für ein Hängermodell haben wir eigentlich? Ja doch, genau. Wir haben auch einen, der vorne Achsen hat. Also, da vorne Achsen hat. Und die müssen halt mitlenken. Und dementsprechend kann man da nicht einfach endlos weit einlenken. Sondern muss halt darauf achten, dass der Hänger auch mitkommen kann, weil der Hänger einen ansonsten halt wegzieht. Da hatte ich gerade ein bisschen Angst gehabt, dass der nicht hinterherkommt. Oh, Alter, hier ist jetzt auch super eng wie die ganzen Fahrzeuge, die hier stehen. Halt die Scheiße. Aber sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ach du heilige Scheiße. So. Oh, Mann. Oh, Alter. Oh, oh. Den linken erwischen wir jetzt gerade, oder? Also hier diesen Pöppel da. Sieht man das? Der steht noch. Let's go. Alter. Allerdings hätte ich bei sowas einfach eine Taschenlampe, womit ich so rausleuchten kann, weißt du? Oder? Ich weiß nicht, ob sowas standardmäßig ist, aber es gibt ja so LKWs, die haben quasi. Gut, das sieht man hier natürlich. Aufgrund von Licht nicht. Aber die haben quasi. Nein. So. Die haben hier oben an dem Dach, haben die quasi so Scheinwerfer, die nach hinten leuchten. Das hat man auch in Amerika zum Beispiel, oder gibt es sowas auch beim Deutschen? Es gibt so LKWs, die haben hier hinten auf der Rückwand. Hier hinten auf der Rückwand haben sie dann auch so eine weiße Scheinwerfer dran, womit die halt quasi auch nach hinten leuchten können. Und ja, sowas vermisse ich hier gerade ein bisschen. Sowas wäre hier natürlich extrem praktisch. Weil wie gesagt, ansonsten sehen wir halt bei Leitplanken und so, sehen wir halt einen Scheiß, weil die Lichter, die wir da dran haben, diese Begrenzungslichter, die machen halt nicht wirklich Licht. Ist ja nur als Signal gedacht.
Ne? Von daher braucht man da irgendwas. Aber gut, jetzt geht langsam die Sonne wieder auf, sehe ich gerade. Wird gerade hell. La. Ja. Ah, ja. Ja, du bist echt heftig. So, jetzt brauche ich auch das nicht mehr. Party. Also ich glaube, das ist jetzt erstmal unsere letzte Spezialtransportfahrt. Danach machen wir jetzt mal wieder normale Transportfahrte. Aber überholt er uns da jetzt gerade? Ernsthaft? Weg da! Das ist meine Straße hier, hallo? Wo kommen wir denn da hin? Oh ja, rechts haben wir relativ wenig Platz. Da ist die Leerplatte ganz schön nah. Versuchen jetzt einfach links zu überholen, Alter, ich glaub's ja. Könnte machen, wenn die Straßen ein bisschen breiter sind hier. Aber nicht so. Die Fracht ist zwischen dem Begleitfahrzeug zu halten. Was? Ich bin auf der Spur. So fast. Ein bisschen. Oder nicht? Oder muss ich echt so fahren, damit die da anderen da überholen können? Warum wollen die bei so einer engen Kurve extra überholen? Schweine, ey. Ich meine, guck doch mal, wie nah ich rechts an der, an der Leitplanke bin. Ich kuschel fast mit der. Die können links unmöglich überholen wollen. Ist ein Witz, ist das gerade. Alter. Holy moly. Holy moly. Das ist... Wah. Okay. Ist ja seltsame Physik. Und kein Schaden. Obwohl ich gerade mit 50 gegengeprallert bin. Okay. Und überholen. Ich glaube das nicht. Aber wobei, man sieht auch schon, dass die Fahrzeuge auch wesentlich weiter links fahren und langsamer fahren. Das heißt, sie scheinen jetzt schon extra mit zu beachten, dass hier gerade irgendwie Schwertransporter ist. Dann scheint es wohl doch so richtig zu sein, dass sie echt überholen wollen dürfen. Oh, Alter. Wir docken rechts schon wieder an. Oh, da kommen noch so Kack, Dings. Hier, Leitplanke. Mein Hirn ist gerade genauso neblig wie der vor uns der Horizont. Noch 100 Kilometer. Da war gerade Gras in der Fahrbahn. Ich muss noch mal angucken. Es gibt hier für Map Editor. Habe ich gesehen. Also es anders. Es gibt kein Map Editor, sondern das Spiel selber hat einen eingebauten Map Editor. So rum. Also ja. Da werde ich mal gucken, ob ich mit dem klarkomme und ob wir da ein bisschen Zeit mit verbringen können. Da können wir selber so eine schöne Strecke herstellen. Naja gut, ob die denn so schön werden, ist natürlich eine andere Frage. Aber wir können zumindest versuchen. Ha.
schön hell langsam. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Oh, nicht mit der Leitplanke hier kuscheln. Endlich mal nach rechts ein bisschen mehr Platz hier. Geht doch. Oh, der Pannstreifen ist meine Rettung. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Och nö, schon wieder kein Punchstreifen. Ernsthaft? Oh, was will dieses Spiel von mir? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, Mann. Hier Verkehr vorbeilassen, aber es kommt so ziemlich keiner. Hä? Geht noch die Straße frei? Nö, aber überholen tun sie auch nicht. Na, gleich ist zu spät. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt muss ich hier wieder einfädeln. Ah, habt euch nicht viel Zeit gelassen, meine Damen und Herren. Hätte das schön an mir vorbeiziehen können. Richtig schön mit Schmackes. Und jetzt? Arschkarte. Oh, da vorne kommt wieder eine schöne enge Kurve. Sehr gut. Diesmal ist ja hell. Wie die Links immer wieder versuchen, so ein bisschen dran vorbeizuziehen, ne? Statt einfach aufzugeben. Der Kampf ist sinnlos. Ich lasse euch nicht vorbei. Ah, okay. Für ihr jetzt vielleicht doch. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Ah, er zieht doch schon vorbei hier. Meine Jüder, Alter. Och, nö. Okay, einer hat es geschafft. Da vorne wird es wieder enger. Ah, da ist das Ziel. Sehr geil. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, siehst du, am Tage kann man hier schon viel einfacher hochfahren. Na,
haben wir es ja soweit so gut geschafft, ne? Immer geradeaus. Da hinten muss ich gleich rein. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Ah, hier noch nicht. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. Nice, Sue. Perfekt. Nice. Puh. Oh mein Gott. Ah, das war eine Strecke. Holy moly. Holy moly. So, wie viel haben wir denn bekommen? 5500. Wow. Und wir sind Level 4. Wir wollten erstmal das hier machen, ne? Genau, wird freigeschalten. Genau, machen wir erstmal das hier. Und als nächstes machen wir dann aber erst unser erstes Level mit diesem Fernfahrer, ne? Damit wir auch etwas längere Strecken zurücklegen können. Bewertung 0,8. Tja. Leider habe ich überhaupt keine Ahnung, was jetzt 0,8 bedeutet. Genau. Karriereentwicklung. Sieht man hier irgendwas? Erkundete Straßen. Oh. 7 Aufträge abgeschlossen. 0 abgebrochen. Nice, da ist sie. Oh, wir spielen schon 3 Stunden. Oha. Oh. Oha, guck mal. Er knickt hier ab. Das ist. Ich hätte gerne, dass es immer steiler wird. Aber hier wird es wieder. Ne, hier geht es wieder nach unten. Das geht doch gar nicht. Das ist ja behindert. Hier haben wir 1000 EP bekommen und hier haben wir nur 500 EP bekommen. Achso, wahrscheinlich, weil wir hier noch diesen Fernfahrerbonus halt, bekommen haben, ne? Ja. Ja. Okay. Aufträge. So, jetzt machen wir aber, wie gesagt, mal wieder einen normalen Auftrag. Am besten machen wir mal noch einen relativ kurzen Auftrag. Oh, cool. Hier sind auch so Mini-Strecken. Ah, ist auch relativ lang. Gibt es hier noch was schön Kurzes, was man jetzt noch so schnell machen kann? So in 10 Minuten oder so? Wisst ihr, wir können mal mit so einem DAF fahren, ne? Sind wir schon DAF gefahren? Nee, ne? Wisst ihr, kann man hier nicht auch noch Streckenlänge machen? Streckenlänge, ja! Nice so. So, gucken wir mal nach dem DAF. Alter, Renault. Yeah, Iveco. Ne, du, da nehme ich lieber den hier. Habe ich mich gerade verguckt? 750 PS? Für 11 Tonnen? Der Baum zittert auch schon ganz schön ab da. Bei der Leistung. Okay. Finde ich ein bisschen overpowered dafür 750 PS gleich. Aber gut, vielleicht. Vielleicht stand der LKW gerade rum und wurde eh nicht gebraucht. Und warum ist unsere Fensterscheibe so rot? Achso, da reflektiert hier irgendwas ein Hänger oder so. Okay. wie der Schatten da abgeht, Alter. Was ist da los? Die Bäume sind alle relativ ruhig. Okay, genau. Erstmal Motor starten. Ja, der Motor läuft. Licht brauchen wir nicht. Genau. Genau. So. Okay. Ja, so, gucken wir mal nach Spiegel. Spiegel sind alle gut. Könnte besser sein, aber ist so in Ordnung. Können wir mal direkt loslegen? Da hinten können wir raus. Da sieht es nicht so aus. So.
wow. Alter! Wow! Das war ja gerade mal eine interessante Nummer. So, Straße frei. Let's go. Oh. Nee, das schaffen wir nicht. Kommando zurück. So. Da braucht man etwas höheren Wendekreis. So, Straße frei, keine Ahnung. So. Wo kommt denn der Baum her? Platz da, hier kommt der Mazda. So. Oh, Alter, mal wieder richtig hier losziehen zu können. Woo. Ich will meine Spezialtransporter zurückhaben. Let's go. Map. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kann ich hier auch wieder das Blinklicht anmachen? Ja! Wow! What the fuck? What the... Wow! Aber... Was mache ich denn? Stopp! Aus! Vor allem, ich stehe die ganze Zeit noch auf dem Gas, Alter! Wisst ihr, da willst du einfach hier so ein bisschen Licht anmachen, ja? Wieso kann ich die Kamera nicht drehen? Ach ja, ist ja diese TV-Kamera. Alter. Wie viel Schaden haben wir bekommen? 1%. Na, war ja klar. Bitte rechts halten. Die Kameras sind echt... Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die Kameras so manuell platziert wurden. Okay, hier gibt es keine Kameras mehr scheinbar. Die müssen zufällig generiert sein, so behindert wie die platziert sind. Die können nur zufällig generiert sein. Weil so behindert kann doch keiner verteilen. Klaut ihr mir gerade die Vorfahrt? Ich rufe mal deine Mutter hier an, was ist denn los mit dir? Oder war es, weil ich den Rechtsblinker an hatte? Das kann sein. So, wollen wir mal ein bisschen losbieten? Ah, die geht nicht. Da vorne kommt ein Kreisverkehr. Sagst. Nimm diese Ausfahrt. So, wir kommen bei 80, sehr schön. Alter. Die Kurve war aber gerade ganz schön, als im Fahrzeugbau ging's gedöns. Die Straße, die Kurve gerade oben, die war ja, da wäre ich beinahe weggeflogen.
Wir werden schon hoffen, weil wir Schaden haben, ey. Oh Mann, Alter. 12% Schaden. Schon wieder in der Baustelle. Oh. Das Ampel. Ja, ja, schon echt geil, ne? Überholt er uns gerade? In der Baustelle überholt er uns. Junge, are you insane? Das gibt's doch ja nicht. Das gibt's doch ja nicht. Oder ist das Polizei? Den fahr ich direkt mal auffinden. Komm, den kriegen wir noch. Schon machen. Ja. Oh, ihr bremst sogar. Okay. Ups. Da wollte ich dem nur ganz sacht hinten auffahren und der macht erstmal eine Bremse vor uns. Danke dafür. Achso, weil die 50er Bereich ist. Da lag das doch. Mal gucken, ob wir den so ganz leicht hinten anditschen können. Brauche ich mal hier meine Frontkamera. Fahr doch. Achso, hier ist wieder 80. Oh Mann, oh. Mann, andauernd muss man die Bremse und beschleunigen. Da vorne ist schon wieder eine Baustelle. Hört, da raucht's. Oh, dieser Raucher. Komm schon. Ja, ganz vorsichtig. Boom, Headshot. Ich habe gar keinen Schaden bekommen. Haha, lol. So, mein lieber Herr Polizist, das hast du vom Überholen hier. Ah, die Straße hier ist mein Revier, Bitch. Boom, noch schon mit der Anhänger hier wegdrücken. Ich bin überhaupt nicht nachtragend. Wie kommt ihr darauf? Oh, hier sind nur 50 zugelassen. Bei den Kurven auch ganz gut. Ich glaube, diese zufällige Straßenereignisse sind ein bisschen sehr hochgestellt. Hier kommen ja alle 5 Meter kommt ja jetzt sowas. Vor allem immer das Gleiche. Entweder immer eine Baustelle oder ein kaputtes Fahrzeug. Ich dachte, hier passieren nochmal andere Sachen, das hier weiß nicht. Irgendwo gerade jemand einen Baum schneidet oder irgendwo ein Baum auf Straße gefallen ist oder irgendwie sowas halt, weißt du? Also ein bisschen Abwechslungssachen. Naja. So, hier können wir wieder ein bisschen mehr fahren. Ich sehe schon wieder. Obwohl, nee, hier ist einfach nur eine Umleitung. Okay. Interessant. Naja. Wow, das war viel zu schnell. Rechts auf, mein Freund. So. Bitte müssen wir aber eigentlich gleich aufs Wasser kommen, ne? Genau, ja. Weil so lange Fallstrecke ja gar nicht. Oh, hier ist noch 50. La 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 la. Dubi dubi do. Dubi dubi day. Dubi
tupi tupi day, la bidi bidu, la di day, da da. Diese Landschaften, ne? Guckt euch das da an. Ist das geil oder ist das geil? Das ist doch geil, oder? Oh, da vorne kommt schon wieder Kreisverkehr. Und nur noch 50, okay. Kreisverkehr zweite Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Leg doch! Diese Ausfahrt. Wow! Alter! So. Dann ab zum Hafen. Auch eine sehr schöne Gegend hier, ne? Mit den ganzen Häusern und die ganzen grünen Pflanzen hier und alles und so. Kann man schon echt ein bisschen leben, ne? Ja, das ist natürlich der Vorteil von so einer kleinen Insel, dass da halt sehr viel idyllischer Bereich ist. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Dieser Schiffbau, Dingsgedöns. So, ich muss aber gleich nach links. Biege nach links ab. So, da müssen wir hin. Wieder ab auf Festland. Neu berechnen. Yes! Festland for life. Oh, schon wieder dunkel. Ah, guck mal, wenn wir mit dem Schiff fahren, sind wir danach auch ausgeruht. Lol. Das ist ja geil. Ich meine, macht irgendwo Sinn, ne? Aber trotzdem cool, dass es so gedingstert ist. Deine wunderschöne Cinema. Ah, vielleicht haben wir aber irgendwann mal Glück und haben so eine Cinema-Dinger, wenn es mal Tag ist. Und nicht immer nur, wenn es Nacht ist. Also irgendwie ist immer dunkel, oder? Ah, ja. Ah, okay. Habe ich mir also doch richtig gedenkt. Immer wenn die Szene kommt, wo wir unseren LKW wiedersehen, geht es kurz danach weiter. Demnächst links abbiegen. Biege nach
Wo kommen diese Autos her? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, schön Tempomat reinklatschen. Easy. Noch 9 Kilometer. Vor allen Dingen halt auch schon krass, wie detailliert diese Fahrzeuge, also hier Traffic ist. Ich meine, mir das scheint sogar so zu sein, dass die LKWs, die man so im Traffic hat, also die halt so vorbeifahren bei einem, dass die genauso detailliert sind wie die LKWs, die man selber fährt. Dass sie dann einfach die gleichen Modelle benutzen. Was natürlich schon heftig ist. Ich meine, heutzutage sind die Rechner halt so leistungsfähig, da kann man das halt locker machen. So, wenn ich mal bedenke, so an frühere Zeiten, so vor 10, 20 Jahren, da war sowas halt undenkbar gewesen, dass die gegnerischen Fahrzeuge genauso detailliert sind. Aber jetzt geht's halt problemlos und sieht geil aus. Biege nach links ab. Da hinten nochmal eine schöne Schlaufe ziehen. Ja, ich fahre gar nicht so schnell. Okay, vielleicht doch ein bisschen. Das muss so sein. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ach, guck mal, jetzt, wo ich nach links blinke, hält der auch tatsächlich. Also lag es letztens wirklich daran, dass ich noch nach rechts geblinkt habe. Also halt falsch geblinkt habe. Okay, cool. So, wo müssen wir jetzt hier rein? Hier ist der Hof. Nee, doch ist nichts. Ach da, genau. Da blinkt so weiß, genau. Das heißt, da der Eingang müssen wir dann wahrscheinlich rein. Ich sehe aber keinen Eingang. Ach doch, da. Biege nach links ab. Okay. Es ist vorbei. Vorbei ist es, wenn ich sage, dass es vorbei ist, Mädel. Soweit kommt's noch.
So, schön mit dich rauf hier. Ja, sieht doch gut aus. Nice! Jutschen! Ah, man kann sie auch überspringen. Sehr geil. Gute Arbeit. Was? Ach ja, weil ich ja ein bisschen Schaden hatte. 300 Euro Abzug. Nein! Ihr Schweine! Ihr habt Candy getötet! Ja. Wir haben auch kaum EP bekommen. Ja, also so viel EP scheint hier wirklich kaum zu geben, ne? Mal kurz vorfahren. Karriereentwicklung. Ja, da sieht man richtig. Hier waren die beiden Spezialtransporte und hier ist so normal. Gut, war jetzt auch eine relativ kurze Strecke, muss man auch dazu sagen. Aber man merkt doch schon, dass das schon ein ganz schöner Unterschied ist. Gut, dann speichern wir und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, würde ich mal sagen. Ja, so. Wir haben schon 34.000 Euro. Also langsam kommen wir in den Bereich, dass wir uns einen neuen LKW, also endlich mal einen eigenen LKW kaufen können. Ein eigener LKW. Woo! Das wird geil. Ja, let's go. Jutschen, dann würde ich mal sagen, sieht man sich denn dann irgendwann mal wieder? Und ja, wenn nicht, bin ich wahrscheinlich gestorben. Keine Ahnung. Ich frage mich sowieso. Ich meine, die erste Folge von Euro Truck Simulator hochladen ist jetzt tatsächlich endlich mal vorbei. Ja. Aber das dauert halt alles so ewig. Ich freue mich schon, wenn irgendwann mal so in 3 oder 4 Jahren dann endlich mal Glasfaser da ist. Das ist eine Katastrophe, sage ich euch. Eine Katastrophe. Gut, egal. Soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören, weil entweder ihr seht die Folgen, dann klappt. Dann klappt alles. Oder ihr seht die Folgen nicht, dann... Was auch immer. Ja, von daher. Schau mit V.